Hey, ich bin Chris von den We Are Nerds und wir schauen uns heute zusammen Eagle Flight an. Das Spiel ist von Ubisoft und ihr spielt einen Adler, der durch die Lüfte von Paris fliegt. Ihr habt auch eine Waffe, ihr könnt schreien und außerdem könnt ihr durch die Bäume fliegen, durch Hindernisse hindurch. Da gibt es dann Luftwirbel, die beschleunigen euch und so weiter und so fort. Sehen wir aber gleich. Online-Spiel wollte ich eigentlich mit euch machen, aber ich habe gerade, irgendwie finde ich gerade keinen. Liegt vielleicht daran, dass es früh am Morgen ist und ich der einzige Mensch bin, der gerade spielt. Eventuell. Freier Flug, da kann man einfach so ein bisschen umherfliegen, kann auch ein paar Sachen einsammeln. Wollen wir aber jetzt nicht machen, sondern wir machen mal den Story-Modus weiter. Habe ich schon einiges jetzt freigespielt. Und man muss sagen, das macht Spaß und macht auch süchtig. Ihr seht schon hier die Geschwindigkeit durch die Licht? Nein, das sind keine Lichtstreifen, das sind Windstreifen, wenn man die so nennen kann. Und hier ist auch schon ein kleiner Tunnel. Wenn wir da durchfliegen, sind wir schneller. Wir können aber auch beschleunigen, indem wir hier hinten drauf drücken. Wir können den Kopf neigen, um uns zu drehen. Aber wir könnten natürlich uns auch so drehen. Aber ihr seid schneller im Drehen, wenn ihr einmal so macht. Ist natürlich ein bisschen ungewohnt, weil man eigentlich nicht so sich fortbewegen würde. Aber es funktioniert ganz gut. Schießen kann man mit der X-Taste. Aber gerade hier sind jetzt auch keine Gegner. Aber wir können mal so was spielen, wo Gegner sind. Ihr seht, es ist so ein bisschen open-worldig gehalten. Bedeutet, ihr habt hier verschiedene Herausforderungen. Mit jedem Sternepaket, was ihr einsammelt, kommen wieder neue Herausforderungen hinzu. Und wir, ach komm, dann, obwohl 9 sieht aus wie Feder sammeln. Auch machen wir mal. Das sind, ja, also manchmal wiederholen sich die Sachen so ein wenig. Habe ich das schon gespielt? Nein, habe ich anscheinend nicht gespielt. Das heißt, es gibt verschiedene Strecken, da müsst ihr ganz schnell durch Ringe fliegen. In deiner Gegend, um dein Nest auszubauen. Und es gibt verschiedene Strecken, da müsst ihr Gegner bekämpfen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist für Abwechslung gesorgt, aber manchmal wiederholt sich halt auch so ein Konzept ein bisschen. Ne? Aber es wird immer schwieriger. Ich hatte eben auch eins gespielt, das war mir schon zu schwierig. Und ihr seht, da oben ist die Zeit. Ich muss in der Zeit alle 30 einsammeln. Ansonsten bekomme ich nicht alle 3 Sterne und somit dann auch nicht die nächsten Level freigeschaltet. Also theoretisch schon, aber muss ich natürlich dann noch weitere Missionen spielen. Und mit 3 Sternen habe ich natürlich erstmal ein gutes Polster. Und ihr seht, hier muss man schon ein paar geniale Wege fliegen. Ah, das war knapp. Den habe ich nicht gekriegt. Okay. Aber die haben wir. Noch 9 Stück. Ich glaube, es liegen hier auch mehr rum, als man überhaupt. Also man findet hier nicht nur 30 jetzt in dem Fall. Das wäre auch ein bisschen fies. Nein! Oh! Okay, bin ich nochmal gerade so davon gekommen. Ihr seht auch, hier wird immer so eine Vignette eingeblendet. Die haben sie ganz schön gestaltet, die Leute von Ubisoft. Ich würde mir aber noch wünschen, dass man die auch ausschalten kann, weil ich benötige die speziell jetzt nicht. Anderen Leuten kann es helfen, denn man soll angeblich nicht so schnell Übelkeit erfahren. Hier diese Ergebnistafel ist auch ganz schön, denn sie gibt uns immer das Gefühl, wir wären ganz gut. Dabei sind wir eigentlich gar nicht ganz gut. Ihr seht nämlich, da unten steht da, Liga 4 habe ich erreicht und in der Liga 4 bin ich Platz 3. Das heißt, es gibt noch Ligen über mir, da sind die Leute viel besser gewesen. Naja, aber ich bin halt auch nicht den cleversten Weg geflogen. Habt ihr ja gesehen, ich musste dann einmal so ein bisschen weit fliegen. Das war nicht so gut. Wenn ihr so eine Mission spielt, dann schaltet ihr auch verschiedene Sachen frei. Ich habe jetzt zum Beispiel schon das Fischefangen freigeschaltet und das Federn sammeln in der Stadt. Und das kann ich auch wieder machen. Und dann bekomme ich auch wieder was Schönes. Außerdem kriege ich verschiedene neue Nester, auf denen ich mich niederlassen kann. Und das ganze Spiel wird so ein bisschen wie eine Geschichte erzählt. Kriegt ihr das natürlich nicht mit, da ihr jetzt nicht den Anfang gesehen habt. Aber das ist auch immer so ein Geschichtenerzähler, würde ich mal sagen, der euch diese Story dann immer erklärt oder auch sagt, was ihr zu machen habt. Das finde ich eigentlich ganz nett, die Idee. Wir fliegen mal zum Herausforderung 10 einfach. Machen die auch nochmal. Und diese lilanen Ziele, da steht zum Beispiel 33 von 40 Sternen brauche ich dafür. Das sind dann spezielle Herausforderungen, die nochmal besonders schwer sind. Und für die brauche ich halt diese verdammten Sterne. Und deswegen hat man auch den Ehrgeiz, immer die 3 Sterne zu bekommen, weil man will ja auch die schweren Herausforderungen machen. Im Moment sind das noch so die mittleren. Bei der Balz beeindrucken Adler einander mit ihren imposanten Flugdarbietungen. Du musst dein Bestes geben, um deinem zukünftigen Partner zu imponieren. Ihr habt's gehört, also so ist diese Stimme, finde ich ganz nett, passt zu dieser ganzen Atmosphäre hier. Ihr seht, die Blätter da sehen jetzt ein bisschen platt aus, finde ich nicht ganz so geil, aber man muss bedenken, es ist ein Spiel für die Oculus Rift und da muss einfach Rechenleistung gespart werden. Und wenn man hier so ein bisschen, ja, Waldgegend in der Stadt schaffen will, geht es wahrscheinlich nicht anders.
Es sieht trotzdem schön aus. Also mir gefällt es optisch. Hat so ein bisschen Comic, ein bisschen Gemaltes. So, und jetzt müssen wir uns mal hier konzentrieren. Wenn ihr ganz mittig fliegt, bekommt ihr auch noch einen kleinen Boost. Und da steht da oben perfekt. Und nur so könnt ihr natürlich die absolute Bestzeit fliegen. Oh. Ich neige auch immer dazu, meinen Kopf nicht so richtig zu neigen, sondern ihn zu drehen, was natürlich nicht sehr clever ist. Dann sitzt man auf einmal andersrum. Oh, 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 oh. Das wird definitiv nicht in der ersten Liga landen, dieses Rennen. Oh, was ist das? Oh! Okay, jetzt habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man verunglückt. Dann wird einfach das Bild schwarz, ne? Soll natürlich auch davor euch bewahren, dass euch kurz übel wird. Denn wenn ihr so gegen die Wand knallt, könnte es sonst sein, dass euch ein bisschen komisch wird. So, diesmal, guck mal. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Boah, die Kurve ist ganz so gut gemacht. Eieiei. Okay. Das ist auch manchmal ganz cool, was, wenn man Sachen richtig gut schaffen will in dem Spiel, hilft es manchmal nichts, außer alles mehrfach zu spielen. Hier geht es, aber es gibt so Höhenlevel, die sind extrem schwierig teilweise. Und dann müsst ihr dann... Ah, da war er, okay. Da müsst ihr dann auch manchmal eine Strecke einfach ganz, ganz oft fliegen, damit ihr genau den Weg kennt. Und das finde ich ziemlich cool. Das mag ich, sich immer so verbessern zu können. Oh, oh, oh. Da geht's schon ab. Ein bisschen was liegt auch noch vor mir. Das merke ich einfach daran, dass ich nicht so viel Zeit übrig habe für die 3 Sterne. Komm schon, komm schon, komm schon. Das hoffen wir. 3 Sterne. 3 Sterne. Wir wollen 3 Sterne. Das ist einfach wahnsinnig schnell. Die ersten Level und ersten Missionen haben mich so ein bisschen gelangweilt. Aber nun ist das eigentlich richtig cool. So nach einer Stunde, 2 Stunden, naja, vielleicht auch eine Stunde, wird schon schwieriger. Yeah! Hab ich's geschafft? Hab ich gar nicht drauf geachtet, weil ich so in meinem Film war. Ja, 3 Sterne. Und in der Liga 2 Platz 2. Das ist ein ganz anständiges Ergebnis, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde, das kann man machen. So, okay. Online-Spiel, wie gesagt, können wir gerade nicht machen. Machen wir nochmal, vielleicht kann ich es nochmal am Abend aufnehmen. Kapitel 3, gemeinsame Stärke. Wahrscheinlich beginnen jetzt, keine Ahnung, Kämpfe mit anderen zusammen. Wollen wir nochmal reinschauen in so einen dritten Abschnittsmissionsgedöns? Liegt immer genau vor euch, wenn ihr startet aus einer anderen Mission. Natürlich ganz nett. Jetzt ist hier auch alles nebelig. Oder neblig? Nebelig? Neblisch. Ist hier neblisch, ist es. Und dann machen wir nochmal das da hinten. Jau, die Reise dauert ein wenig. Schreien sie mal ein bisschen. Ach, ich kann die auch abschießen. Ja, cool. Muss man gar nicht bis hinfliegen. Dein Partner und du seid auf der Suche nach einem größeren Nest. Ich habe einen Partner. Höher und besser gelegen. Doch einige Nachbarn kommen und nicht, um euch willkommen zu heißen. Okay, dann seht ihr ja jetzt so ein bisschen, wie es theoretisch für Multiplayer ist vermutlich. Da müsst ihr nämlich immer einen Hasen bzw. die Beute in der Mitte suchen und zu eurem Nest bringen. Hier sind es wieder nur Krähen, die sind halt nicht so clever. Ah, doch, vielleicht sind die jetzt langsam cleverer. Auf jeden Fall müsst ihr den, ist halt Capture the Flag quasi, ne? 3 gegen 3 maximal, wenn aber nicht so viele Spieler gefunden werden, geht es auch 1-on-1. Pipapo. Und ihr fliegt immer in die Mitte, holt das, bringt es zurück und die anderen müssen euch natürlich daran hindern. Aber, wie gesagt, könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist. Jetzt haben wir erstmal die Viecher vom Himmel. Ah, ich hab's. Die sind schon ein bisschen cleverer. Ach, und diese Dinger, die sie jetzt in die Luft machen, sind natürlich ganz, 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 ganz gemein. Aber ich kann sie zum Glück so schießen. Ah, der war schlecht. Aber dann treffe ich sie natürlich nicht. Ach, Mist. Es wird schon anspruchsvoller. Oder ich bin einfach nicht gut. Ja, den haben wir gleich erwischt. In dem Falle schießen wir nicht. Schießen wir direkt weg. Ah, ja, doch, erwischt.
Okay, super. Das war gut. Liegen zwei. Ah, aber nur einer erwischt. Schade. Oh. Ja. Ah. Ich will mein neues Nest. Come on. Yes. Oh, bin ich voller. Noch fünf Stück. Ah. Man sieht das ja, wenn die die Windfallen machen. Yes, den habe ich gut getroffen. Okay, wir haben uns erstmal die zwei. Oh, Halunken. Okay, wieder ein. Wieder ein. Zwei. Noch einer. Ja. Waren das drei Sterne? Ich weiß es nicht. Naja, zwei Sterne. Aber trotzdem Platz 4. Zumindest in der Liga 5. Okay, ihr habt einen kleinen Eindruck gewonnen. Unser endgültiger Test wird jetzt fertiggestellt. Und dann könnt ihr den nachher auf Via Nerds lesen. Oder beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, wird der Test schon fertig sein. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich bin Chris. Ciao.